Sponsor des heutigen Videos ist natürlich Revolution Race, ein Partner, der mich schon seit Jahren auf meinen Autoabenteuer begleitet und noch nie enttäuscht hat. Ich befinde mich gerade mitten in meiner Mallorca-Tour und da es manchmal super heiß, aber auch andererseits super kühl in der Nacht werden kann, bin ich sehr froh, passende und gute Autobekleidung da am Start zu haben. Ich freue mich sehr über die Kleidung, vielen Dank an Revolution Race und ich würde sagen, an dieser Stelle viel Spaß mit dem Video, mal schauen, was alles noch passiert. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich schlafen können. Morgen um 5 Uhr klingelt der Wecker. Wir haben nicht so einen coolen Spot. Morgen wird ein besserer Tag. Morgen wird ein besserer Abend. Sonst war der Tag toll. Aber morgen, der Abend wird besser. Ja, ihr hört es und seht es. Es ist derbe am Regen und die Mädels chillen da gerade unterm Tag. Sieht so geil aus, Steffi. Sieht aus wie so ein Geist einfach. Alles, also der Schlafsack ist nass, die Matte. Ich habe jetzt alles in meinen Rucksack reingepackt. Noch hält das Tarp. Nee, das Tarp fängt an durchzudrücken. Ja. Oh Mann. Oh Scheiße. Ekelhafte Ekelhaftigkeit. Der Nässe-Sack. Nee, also ich muss sagen, ich finde es richtig gut, dass mein Tarp auf der Scheiße lag. Ja. Ja, so sieht's ja aus. Also im Dunkeln sah es ganz anders aus hier. Wir haben versucht, uns einen einigermaßen geraden Platz hier zu suchen. Hat nicht geklappt. Oh, ich muss mich mal gerade ein bisschen bewegen. Puh, weil sonst ist es echt kalt. Ich habe zwar meine Regenjacke an und darunter noch eine Jacke. Und ich bin nicht so nass geworden wie die Mädels, aber es ist trotzdem ekelig. Auf jeden Fall sind alle unsere Schlafsachen nass, bis auf meine. Schaut dort an den Biwaksack an dieser Stelle. Grandioses Ding. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die beiden Mädels sowas Ähnliches auch dabei haben. Aber kann ich auch keine Ahnung, dass es hier so schlechtes Wetter ist. Und Wetterprognosen hier auf der Insel sind einfach eine Katastrophe. Aber wie schön sieht das bitte aus? Ich hätte jetzt irgendwie Bock auf Schwimmen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte Bock auf Schwimmen. Boah, ist hier ein Klo? Ist das ein Klo? WC. Boah, das wär's jetzt. Ist das hier offen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah ne, hat zu. Scheiße. Das wär's gewesen. Heute Nacht ab 4 Uhr hat es angefangen zu schütten. Wir hatten ja noch nicht mal einen Tarp gespannt, weil es sollte ja auch nicht regnen. Ja, es hat jetzt ungefähr fast 4 Stunden komplett durchgeregnet. Es läuft mal wieder. Wir laufen jetzt zur nächsten Unterkunft und checken da mal ab, ob wir unsere Sachen trocknen können. weil es ist alles nass. Ein bisschen geil ist es schon. Ein bisschen geil ist es. Ich weiß nicht wieso, aber ich ziehe sowas auf meinen Abenteuern irgendwie immer an. Oh yeah. Oh yeah. No. Kann mir das jemand einmal abnehmen? Buongiorno. Ah, nee, ist ja italienisch, ne? Hola, hola. So. Nee, so wie wir aussehen, lassen die uns hier auch einfach nicht rein. Si tienes que subir al restaurante. Ja. ¿Quieres dejar las cosas en el maletero? Okay, Sachen abstellen, Kaffee. But they're a bit... It's very wet. They're very wet. Soaking. Wet. Ich fühle mich hier kalt. Toll. Oder? Spa und Breakfast is included. Yeah. Machen jetzt was, was man eigentlich nicht macht, aber wir buchen jetzt einen Hotelraum. Ein Hotelraum, ein Hotelzimmer. Ich stehe im Wasser. Meine Schuhe sind so nass. Die Schlafsäcke sind glitschernass. Ich kann meine Socken, glaube ich, ausbringen und dann können wir einfach direkt filtern und haben neues Wasser zu trinken. Also nicht in der Lobby. Nein. Wir haben es ins Hotel geschafft. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, wie wir eingecheckt sind. Alter Schwede. Oh, oh. Er ist trocken. Es ist very, very trocken. Willkommen zu so rum. Ich möchte ja, rumdummer. Herzlich willkommen zu einem Luxushotel. Auf. Yay!
Alles ist bei uns einfach nass. Ihr habt es ja schon gesehen, die ganzen Schlafsäcke, die kannst du eigentlich ausfringen. Die Schuhe, es ist alles komplett nass. Da wir jetzt so heute Nacht nirgendwo draußen bei weiterem Regen schlafen können, weil es ist echt frisch. Es soll bis morgen Nachmittag regnen, deshalb haben wir beschlossen, wir checken in das einzige Hotel ein, was hier irgendwie noch ein Zimmer hat. Wir haben jetzt ein Spa. Wir haben Frühstück inklusive. Es ist richtiger Luxus. Und wir haben von der lieben Dame an der Rezeption Wäscheständer bekommen. Wir hängen jetzt erstmal unsere Sachen hier auf. Ich werde meinen Biwaksack jetzt noch aufbauen. Wie fühlen sich deine Füße an? Super. Super. Ja, das ist auch schon wieder so random. Wenn uns jetzt hier irgendwer sieht, wie wir hier im Hotel unsere Sachen aufbauen, ich baue jetzt halt mein Biwakzelt auf, damit der hier erstmal abtrocknet. Ich brauche zwei. Ich finde es wahnsinnig lustig. Okay. Völlig normal. Oh, ich habe einen Krampf. Oh, ich habe einen Krampf im Hals. Aua. Wie das aussieht, das ist wie so ein Fort, was man sich gebaut hat. Hier kommt kaum noch Tageslicht rein. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, nutzen wir das alles mal aus und waschen mal unsere Wandersachen und Klamotten. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen feucht und dreckig. Und schauen wir mal, wie dreckig das Wasser gleich ist. Ja, das kann was. Geht jetzt noch. Ich glaube, es kommt auf der Cam gar nicht so rüber. Das sind nur die Sachen von gestern. Ja, also das ist auf jeden Fall alles hier trocken geworden. Müssen wir es noch abbauen? Ich finde es ja irgendwie schon richtig witzig, dass der hier so im Hotelzimmer steht, ne? Also, weil wenn ich du wäre, würde ich, glaube ich, die Nacht nicht im Bett schlafen, sondern im Observer. Ist nicht dein Ernst, du bist echt ein Arschloch. Nein, 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 ist okay. Ich lasse dir die Nacht im Bett. Ich wollte gerade diskutieren, lass uns doch eine Mitte finden. So. Das wäre halt einfach nur witzig gewesen, aber ich bin nett. Einfach nur wegen dem Blick. Ey, komm. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich gerade noch im Hotel. Es ist 7.30 Uhr. Ich bin so pünktlich, dass ich jetzt runtergehe zum Frühstück, was es ab 7.30 Uhr gibt, weil ich wollte unbedingt pünktlich sein, damit ich ganz viel essen kann. Heute geht's weiter auf unserer Tour. Die beiden Mädels machen sich noch fertig bzw. schlafen noch und wir haben heute eine relativ entspannte Strecke vor uns. 600 Höhenmetern mit 14 Kilometern und es wird ganz easy, aber erstmal was essen. Das ist so typisch deutsch. Ich bin einfach die Einzige. Aber das gibt's ja alles zum Frühstück. Punkt 11 und wir checken aus dem Hotel. Ich habe schon wieder vergessen, wie schwer der Rucksack ist, ne? Ganz ehrlich, ja. Das, was Steffi gerade sagte. Ich war das, ja. Steffi sagte so, ich heb den hoch. Sagt so, scheiße, der ist so schwer, der Rucksack. Schauen wir mal, wie es in den nächsten 14 Kilometern wird. Gracias. Gracias. Von dir. Dir. Habt ihr Bock? Ja! So. Ich glaube, die 315 Menschen aus dem Dorf kennen uns alle. Ich schätze, die Hälfte der Urlauber sind wieder abgereist, nur wegen uns. Und deswegen gibt es jetzt wieder freie Hotelzimmer. Ja. Also ich habe jetzt 3 Liter und den Rest hier noch. 3,5 Liter. Nee, 3 Liter. Ich glaube, es reicht bis zum nächsten Etappe, bis zum nächsten Dorf. Also ich kann jetzt aber auch nichts mehr irgendwo verstauen, ne? Oh Gott. Blühendes Leben. Oh, Markt. Oh, es ist Markt. Ja? Ja, ganz hier. Und du? Ich hab noch Kleingeld. España. Guck mal, wie shiny. Shiny jetzt, shiny. Fabrica. Fabrica, España. So, Nektaria schmeckt hervorragend. Was sagst du? Saftig. Echt lecker. Ein bisschen sauer, ne? Mhm. So, hier sieht man wieder eine schöne Übersichtskarte. Wir befinden uns hier immer noch in Estelance.
Pestilenz, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, laufen über Banja Bufar bis nach Espoirlès. Banja Bufar, 2020, sind 6,7 Kilometer. Hier wird es übrigens mit der Schwierigkeitsgrad noch mit schwierig angegeben. 4 von 5 oder 6 wahrscheinlich. Und hier ist das Höhenprofil Banja Bufar. Danach wird es nochmal schwierig. Das sind hier auch über 400 Höhenmeter. Das sind 700, das ist voll viel, ne? 800 Höhenmeter. Hey, Sette, ich rede mit euch. Oh mein Gott. Ich rede gerade so mit den Mädels und sind einfach nicht mehr da. Wie fühlt ihr euch so von 1 bis 10 auf der Skala? Boah, jetzt gerade bin ich eine solide 8,5. Okay, und du, Wally? Also nach euren Skalen, die nie über 6 waren, fühle ich mich wie eine 10 von 10. Hä, nie über 6? Hey, wir unter waren 6. Am Anfang immer über 9. Wir waren noch nicht bei 6. Also ich habe richtig Bock, ich freue mich auf den harten Anstieg, die 800 Höhenmeter und die nächsten 8 Stunden. Da wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Bei Lando. Also wir laufen hier gerade so eine schöne Strecke am Hang entlang durch den Wald. Und hier sind überall große Steine und Felsen. Und das zeigt nochmal, wie vielseitig diese Insel ist. Das ist wahnsinnig. Wir haben 21 Grad, es ist bewölkt. Also eigentlich die perfekte Temperatur. Und auf der linken Seite kann man das Meer etwas sehen, was ein bisschen durch die Bäume blitzt. Und ich bin die ganze Zeit schon auf der Suche. Ich glaube, die Mädels nervt das schon echt hardcore, weil ich jeden Tag sage, ich möchte in irgendeine Höhle rein. Aber ich wünsche mir wirklich, wirklich sehr, dass wir noch irgendwas finden, wo ich reinklettern kann. Und das wäre mein Traum. Wenn man hier mal so ein bisschen in die Gärten spioniert, schaut euch diese Zitronenbäume an, wie viele hier sind. Und ich weiß nicht, was das hier ist, ob das so eine Art Kapuzinerkresse ist. Kenne ich mich leider nicht mit aus, muss ich nachher nochmal googeln. Auf jeden Fall blüht hier überall dieser türkische Flieder am Straßenrand. Das ist einfach nur mit den Häusern und den hellen Pfannen direkt am Meer. Ist einfach nur schön. Wir haben jetzt auch 2,5 Stunden gebraucht hierhin. Also sind top in der Zeit, haben jetzt genau, ich schaue mal sofort für euch nach. Ja, ungefähr 8 Kilometer waren das jetzt. Also gute 4 Kilometer in einer Stunde geschafft, bergauf und bergab. Ich denke mal, es ist ein gutes Tempo. Wenn wir in diesem Tempo weiterlaufen, dann sollten wir unsere Tagesetappe heute auf jeden Fall schaffen. Ich überlege gerade, ob es da hoch geht. Oh, wann hört dieser Weg auf? Oh, wann ist es endlich mal gerade? Alter, Alter. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie steil das ist. Das sieht so nach gerader Straße aus. Das ist so mies. Das sieht so mies aus. Das ist so gemein. Das ist so mies. Das sind doch locker die 500 Höhenmeter, die wir machen. Wir laufen locker gleich einfach nur noch gerade. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Zenit erstmal hier vom Berg angekommen, zumindest vorerst. Genau, wir stehen jetzt hier da, wo der große blaue Kreis ist und dann laufen wir erstmal mit den Höhenlinien erstmal weiter. Naja, auf jeden Fall sagt die App 13 Kilometer, 12,86 plus 2, die ich heute Morgen noch nicht getrackt habe. Krass! Hä, wir haben schon wieder 4:30? Ja. Boah, wo ist denn die Zeit hin? Was? Ja, gut, 4:30. Naja, wie fühlst du dich, Steffi? Ja, aber wir haben schon wieder ein Drittel von der zweiten Strecke. Wir haben schon wieder ein Drittel von der zweiten Strecke. Ich glaube auch, dass es mega cool ist, wenn man sich die so in kleinere Abschnitte einteilt und immer so Portionen läuft. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist cooler, als wenn du sagst, okay, wir laufen 25 Kilometer. Das sieht so aus. Fühlst du dich bonita? Bonita. Okay. Ich habe schon mal so, ja. Die Parallele. Ich fühle mich bonita. 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 Oder punita. Bonita. wir laufen gerade zum Schlafspot. Wir sind quasi schon im nächsten Dorf angekommen, laufen dran vorbei, schauen uns den Platz erstmal an und danach entscheiden wir, ob wir nochmal in das Dorf runtergehen, nochmal was kaufen, Wasser oder sowas. Ich habe jetzt noch 3,5 Liter im Rucksack und noch das hier in der Hand, weil es einfach nicht mehr reinpasst. Könnte man auch schlafen. Ja. Oha, Busch. Yes, that is the plan. Oh, wir sind abgebogen jetzt, schlagen uns durch den Dschungel hier gerade. Es sind, glaube ich, keine offiziellen Wege mehr. Ich glaube da nicht dran. Also das sind auf jeden Fall nochmal echt viele Höhenmeter. Seid ihr auch so am Schwitzen wie ich? Ich fühle mich so eklig. Ja. Da müsste es links lang. Ja, oh, da geht's lang. Optimal. Wir waren natürlich richtige Füchse und haben uns ein bisschen was aus dem Hotel mitgenommen. Wie schmeckt dir das, Croissant? Mittlerweile ein bisschen trocken. Ja, ist ein bisschen trocken. Seid ihr happy, dass wir da sind? Oh ja. Seid ihr happy, dass wir da sind? Oh ja. Ja? Ja. Ich auch. Ich freue mich.
auf der Suche nach dem Schlafplatz. Huh, es ist schön. Oh, geil. Es ist schön. Ja, also die Mädels, die schlafen, glaube ich, da unten in der Hängematte. Und ich glaube, ich würde es richtig fühlen, mich einfach hier in meinem Biwakzelt hinzuhauen. Ich glaube, ich könnte es fühlen, hier zu schlafen. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Ich habe ja gerade hier am Felsen gescoutet. Und ich glaube, das ist es. Mit einer schönen Aussicht, wie es sich gehört. Ja, ist nice. Die Mädels haben Platz, sich ihre Hängematten hier zu spannen. So. Ja, fast abgeschmiert. Wally und Steffi bauen gerade ihre Hängematten auf. Ich habe die Zeit genutzt, weil ich gar nicht so lange brauche zum Aufbauen, hier mal so ein bisschen die Gegend zu erkunden und gerade festgestellt, dass der Felsen, auf dem ich gerade drauf war, eigentlich ein Kletterfelsen ist. Hier gibt es verschiedene Kletterrouten. Sieht super spannend aus und ich hätte echt gerne Kletterzeug jetzt dabei. Dann könnte man hier nämlich super gut hochklettern. Das sieht richtig cool aus. Der Felsen ist, denke ich mal, so 8 Meter hoch, 8 bis 10 Meter. Jetzt laufen wir gerade einen anderen Weg nach oben. Eigentlich wollte ich auf dem Felsen schlafen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber es ist so steil da, dass ich gar nicht weiß, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Aber es wäre natürlich sehr, sehr geil. Das wäre der coolste Schlafplatz, glaube ich, der gesamten Tour. Also denke ich mal, dass ich zumindest nochmal hochkletter und mir das Ganze anschaue, wenn man Probe liege, ob man die Sachen da überhaupt hinlegen kann. Oh Gott. Puh. Oh, hier wäre natürlich auch mega schön. Ja, wir schlafen hier. Das wäre so eine Verschwendung, wenn man das nicht machen würde. Können wir gerade hinlegen. Boah. Ja, es ist schon arg schief, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das wäre es wert. Ich glaube, das ist es. Ja. Also, es ist schon arg schief, aber ich glaube, es wäre eine Verschwendung, das hier nicht zu machen. Mitten auf dem Felsen schlafen, ich glaube, ich fände das mega schön. Deshalb werde ich, glaube ich, mir das gleich mal verlassen. Mich dann hier hinlegen. Oh, ich hoffe, das wird eine gute Nacht. Das Ding ist halt, ich würde total gerne meinen Biwaksack hier hinstellen, aber ich glaube, das passt nicht von der Länge. Egal, wir machen das trotzdem. Wir quetschen uns hier irgendwie hin. Boah, von hier kann man die gesamte Insel sehen. Boah, das sieht aus wie fett. Das ist, also, ich blicke gerade Insel einwärts. Da, das ist alles noch Insel. Das sieht aus wie ganz normales Festland. Die Tramontana geht hier an der Westküste weiter lang. Ist es irre? Es ist total cool. Ja, meine App sagt mir, dass wir 20 Kilometer gelaufen sind, plus die zwei, die ich nicht getrackt habe. Also 22 Kilometer, 800 Höhenmetern. Also so wenig ist es gar nicht, aber ich fühle mich tatsächlich so fit, dass ich sagen würde pauschal, ich wäre locker, also ich könnte noch 5 oder 10 Kilometer, könnte ich noch machen. Aber das ist hier einfach ein guter Schlafplatz. Deshalb bleiben wir heute Nacht hier. Also hier ist jetzt die Stelle meiner Wahl. Ich hoffe natürlich, dass ihr es heute Nacht nicht schüttet ohne Ende und dass hier irgendwie Steine runterkommen. Aber ich bin hier fast komplett oben. Es ziehen sich hier nur gerade die übelsten Regenwolken auf. Deshalb glaube ich, dass ich tatsächlich meinen Biwaksack aufbaue auf dem Felsen obendrauf. Eieiei, hoffentlich gewittert das nicht, ey. Puh, wir bauen einfach mal auf. Schlimmer werden als bei der Regennacht kann es eigentlich nicht. Oha. Eieieiei. Ich glaube, das wird funktionieren. Puh, jetzt aber schnell. Jetzt zieht es sich zu. Ich glaube, was ich jetzt total lustig finden würde, wenn morgen früh um 6 Uhr hier einfach der erste Kletterer hochkommt und ich liege hier einfach im Biwakzelt und schlafe. Ich glaube, das würde ich richtig witzig finden. Ja, wahrscheinlich nicht so. Aber ich glaube, es wäre es, ey. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Schlafspot hier haltet. Ich zeige euch natürlich gleich nochmal alles. Würde mich sehr interessieren, ob ihr euch hier hinlegen würdet oder ob ihr lieber unten im Wald schlafen würdet. Aber ich fühle es wirklich komplett. Ich hoffe, dass ich hier ja, gut liegen kann. Da ist der Biwaksack. Drin gelegen habe ich schon. Das Ganze ist hinten ein bisschen geknurpschelt, aber das passt. Der ist ja auch ein bisschen länger. Ich glaube 2,20 Meter oder 2,40 Meter. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Da hinten geht gerade die Sonne unter. Vielleicht geht sie genau da morgen früh auf. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Wir schauen jetzt mal, was die Mädels machen. Also, knöpfst du um? Ja. Willst du gucken? Komm. Okay, komm. Alle Wege führen den Berg hoch. Ich habe es. Welcome. Wow. Ist crazy, oder? Wow, scheiße. Es ist ein bisschen kurz und ein bisschen schief, aber irgendwie fühle ich es.
Meine beiden Wegbegleiterinnen liegen unten im Wald. Ich hoffe, dass ich hier eine gute Nacht verbringen werde. Ich liege ein bisschen schief, aber dafür lohnt es sich, finde ich, irgendwie hier oben drauf zu sein. Ich finde es total schön. Ich habe vorhin schon den Ausblick genossen. Es war einfach nur herrlich. Also wir haben schon einiges geschafft und morgen geht es dann erstmal durch den Ort. Wir werden nichts mehr einkaufen heute, weil wir haben es jetzt gar nicht mehr geschafft von der Zeit, 1,5 Stunden irgendwie hier zu laufen, bevor es dunkel wurde. Und wir wollten natürlich auch wieder hier pünktlich sein, um alles aufzubauen, Abend zu essen. Ich habe mir gerade noch das Croissant aus dem Hotel reingezogen. Das habe ich mitgenommen und ich hatte mir ein Brot geschmiert mit Salami. Gar nicht wahr. Ich hatte mir ein Brot geschmiert mit Schinken. So. Ich werde gerade schon total zerstochen hier von den Mücken. Deshalb werde ich das Licht gleich ausmachen und hier im Biwak-Zelt das Mückennetz schließen. Denn die Mücken hier sind wirklich, wirklich brutal. Machen jetzt mal das Licht aus, weil so langsam schwirrt es hier richtig um mich herum. Und wir sehen uns dann morgen früh. Gute Nacht! Sieht zwar unglaublich zermatscht aus, aber ich habe so gut geschlafen. Es ist so schön gewesen. Und ich bin wach hier gerade durch die Vögel auf, die extrem laut an meinem Biwakzelt rumzwitschern, aber es ist schön. Irgendwie hat heute alles ein bisschen besser reingepasst. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ich wollte nur noch mal kurz Rückmeldung geben. Schlafplatz war hier tatsächlich echt eine 10 von 10. Ich bin nur einmal kurz ein ganz kleines Stückchen gerutscht. Ich lag da ganz, ganz leicht schief. Also das war wirklich einer der schönsten Schlafplätze, an denen ich jemals war. Meine Uhr sagt, ich habe ca. 7 Stunden geschlafen, was richtig gut ist. Schlafqualität war auch wohl ziemlich toll. So, hier war mein Schlafplatz. Den verlassen wir jetzt. Und dann laufen wir zu dritt runter ins Dorf, trinken erstmal einen schönen Kaffee. Heute könnten wir tatsächlich 2 Tagesetappen laufen. Heute so lange, wie wir können. Wir schauen, dass wir einfach gut durchkommen, dass wir uns keinen Stress machen und dann einfach schauen, wie weit wir kommen, weil es sind echt viele Höhenmeter. Ich weiß nicht. Ah! Oh, das ist Kackgras, ey. Jo. Oh. Jo, seht ihr das? Oh nein. Was hast du gemacht? Es ist scharf. Das Gras ist scharf. Naja, wir machen uns jetzt auf den Loop zurückweg in die. Runter den Berg. Ich kann nicht reden heute. Ist ein bisschen blöd hier lang zu laufen. Ist, glaube ich, eher der Weg. Hier aus. Boah, ganz ehrlich, das erinnert mich gerade mega an Paris irgendwie. Das habe ich auch gerade gedacht. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Krass. So manche Seitenstraßen, ne? Ja, hier. Wir gehen hier gerade so eine Straße lang. Boah, ist das cool. Ist das für Hundekot? Ja. Ist bestimmt sehr klein, oder? Ja. Das ist für Hundekot. Ah. Pipi-Can. Systembus Pipi-Can. Systembus Pipi-Can. Yes, you can. Du nicht, der Hund. Achso. Bisher das Geilste, was wir gegessen haben. Darf ich deinen unfassbar scharfen Spieß haben? Ja, gerne, sehr gerne. Buon provecho. Oh. Jetzt bist du gerade ganz rot. Es ist auch ganz scharf. Mhm. Jetzt gibt es noch ein Käffchen. Und dann gehen wir weiter. Oh. Langsam, stopp. Also wir haben es jetzt wieder nur 10 Meter weiter geschafft zu einem Brunnen, wo Fische drin sind. Ist das nicht irre? Warum sind sie da drin, die armen Fische? Meine Hände da drin. Die armen Fische, die können ja gar nicht richtig schwimmen. Es hat sich ein Hüngerchen gemeldet, bei Wally noch nicht. Die braucht irgendwie gar nichts zu essen. Ich weiß nicht, wie sie überleben kann. Ich brauche eine Menge. Hier zieht gerade eine Wolke auf. Weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es ist so duster da hinten. Lädt es bei dir? Okay, bei Wally lädt es auch noch nicht. Ich habe auch noch kein Netz. Ich auch nicht. So sieht das hier gerade aus.
haben wieder keinen eindeutigen Weg, sondern alles sehr, sehr ausgetreten oder abgespült und abgeschwemmt. Wir halten uns immer an die Wegmarkierung, aber manchmal sieht man die auch nicht. Ah, da oben. Da. Jetzt seht's. Zwischen den Bäumen ist der nächste Pfosten. Wir haben 22 Grad. Aber das ist angenehm, finde ich, oder? Ja, 22 Grad. Ja. Hups. Wie geht's dir, Wally? Mir geht's voll gut. Ich habe mich diesmal euch angepasst und auch alles aufgegessen. Und das merke ich gerade. Alles aufgegessen? Das hört sich so an, als wären wir voll verfressen. Das stimmt gar nicht. Hey, man verbrennt einfach mega viel. Ja, wir haben gerade eine etwas längere Pause gemacht. Das war richtig geil in der Sonne, ja. Weil wir müssen ja hier den Bräunungslevel von Lorena halten. Stimmt, muss mein... Muss ja jetzt mal besser werden. Mein Bräunungsgrad muss ich ja erhöhen. Weil ich habe ja von euch als Community eine richtige Disswelle abbekommen, dass meine Neonröhren so alpiner weiß sind. Und meine Mozzarella-Sticks ja mal ein bisschen in die Sonne gehalten werden sollen, weil ich mich ja sonst immer nur in Höhlen rumtreibe. Damit wäre mein Punkt, den ich finden wollte, hier auch abgeschlossen. Und zwar haben wir eine kleine Höhle entdeckt. Ich weiß nicht, wie weit die reingeht, aber wir schauen mal. Da hinten sieht es schon ein bisschen eng aus. Ich bin richtig glücklich gerade. Mhm. Ja, krass. Also hier geht es wirklich nicht weiter. Da sind diese gute... Ja, 2-3 Meter drin. Aber hier, ich kann versuchen, mich hier noch ein bisschen reinzuschieben. Ja, da ist leider Ende. Aber das andere schauen wir uns auch noch mal an. Schaut mal, da hinten ist schon vorbei. Wir gehen so ein kleines Stück runter, aber es ist zu klein. Und da hört es auch auf. Ja, schade Schokolade. Ich wäre gerne noch ein Stück weiter reingekrabbelt. Wie krass man hier klettern könnte. Ich glaube, das hier ist es. Zum Klettern ist das hier wahnsinnig geil. Aber da geht es leider nicht mehr weiter rein. Nur so 2 Meter und dann hört es schon auf. Von hier hat man einen echt heftigen Ausblick auf das Meer. Es geht wirklich ewig nach hinten und da kommt einfach gar nichts mehr. Und ich habe gerade schon gesagt, ich kann verstehen, wie so Leute vor ein paar hundert Jahren gesagt haben, okay, da ist einfach nichts mehr, weil es ganz genau so aussieht. Und auch diese Angst davor zu erforschen, was da sein könnte, kann ich nachvollziehen, wenn man das so von dieser Perspektive hier betrachtet. Boah, krass, von hier sieht es so lame aus. Mm. Das ist nicht lame. Aber sag das nicht, wenn ich da drauf stehe. Oha, Steffi, du machst das richtig toll. Du machst das wunderbar. Naja, wie dem auch sei, wir haben nur 35 Minuten, bis wir im Ort sind. Gehen jetzt aber nur noch bergab. Also alle Höhenmeter haben wir geschafft. Ich glaube, wir waren auf 580 oder 600 Höhenmeter fast, die wir hochgelaufen sind. Puh, und jetzt geht das Ganze nochmal wieder runter. Ich bekomme hier gerade durch den Turm und der Milan, der da oben kreist, absolute Assassin's Creed Vibes. Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann, aber ich finde es so schön mit diesem Raubvogel, der da fliegt und diesen tollen, tollen Gebäuden. Wir schauen uns jetzt ein bisschen die Stadt an hier. Ist gerade Fußballspiel, deshalb hört man hier die Fans schon im Hintergrund. Wir befinden uns jetzt hier in Valdemossa und laufen diese Strecke nach Deja. Das sind 5 Stunden 15, 687 Höhenmeter hoch und 977 Höhenmeter runter. Ey, das sind 1400 Höhenmeter. 1500 Höhenmeter. Wally wird da oben zwischen den beiden Bäumen wahrscheinlich schlafen. Das macht aus Hängematte-Sicht richtig Sinn. Der Vieh wird sich hier unten irgendwie breit machen. Zwischen den beiden wahrscheinlich oder zwischen den beiden. Und ich werde hier einfach auf dem Boden schlafen. Es ist eine richtig schön gerade Fläche mit weichem Laub, mit wenig Steinen. Und ich glaube, ich werde eine richtig gute, bequeme Nacht haben. Wir haben auch noch früh. Es ist erst... Ja, ey, es ist 8:50. So früh waren wir, glaube ich, noch nie an einem... Doch, na gut, gestern waren wir auch ziemlich früh da. Sehr knapp war es in der Nacht, wo ich in Kaka geschlafen habe. Ich glaube, ich habe es gar nicht auf meiner Kamera. Ich glaube, Wally hat es aufgenommen. Wally hat aufgenommen, weil wir haben am nächsten Morgen die Plane von der Kaka runtergenommen. Genau, weil wir haben in so einem Beet geschlafen. Und es kann, ey, im Dunkel, du hast es nicht gesehen, aber es war wahrscheinlich die Müllstelle. Und wir haben blende es euch ein, wenn ich es nicht... über diese Stelle rübergezogen. Und es hat nur keiner Kaka abgekriegt, weil meine scheiß Plane da drüber. Es läuft wieder richtig gut hier. Wir haben jetzt ungefähr 10 Uhr.
gehen jetzt schlafen und ich melde mich morgen früh bei euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ihr wisst, wenn es ist, melde ich mich bei euch und dann sehen wir uns morgen früh in aller Frische wieder. Gute Nacht. Okay, irgendwas läuft hier rum. Man hört die Schafe in der Ferne. Was läuft hier rum? Ist auf jeden Fall ein Tier. Man hört die Schafe im Hintergrund. Oh, das ist eine Ziege. Oh. Ich habe mich so erschrocken. Okay, es ist nur eine Ziege. Alles gut, Fehlalarm.